Wir backen heute einen leckeren Schokoladenkuchen ohne Ei, der nicht nur ohne Ei ist, sondern tatsächlich komplett vegan ist. Dafür brauchen wir nur ein paar wenige Zutaten und eine schöne Springform. Und selbst die Fleisch- und Milchesser meiner Familie waren der Meinung, dass das der beste Schokokuchen ist, den ich jemals gebacken habe. Also dementsprechend kannst du dich auf dieses Rezept wirklich freuen. Wir müssen wie immer unsere Backform gut vorbereiten, damit der Kuchen sich daraus auch schön löst. Und dann geht's schon los mit unserem Teig. Wir haben Milch, Kaffee und Pflanzenöl. Wer kein Kaffee-Fan ist, der sollte dem Kuchen trotzdem eine Chance geben, denn der schmeckt gar nicht nach Kaffee. Der Kaffee macht den Kuchen nur schokoladiger tatsächlich. Wenn du für Kinder backst, dann kannst du auch entkoffeinierten Kaffee verwenden oder einen Malzkaffee. Das funktioniert auch und kommt aufs gleiche Ergebnis. Zu unseren flüssigen Zutaten gesellen sich dann Zucker und unsere trockenen Zutaten. Die genauen Mengenangaben findest du wie immer auf heißehimbeeren.com. Außerdem habe ich hier noch ein paar Schokostreusel mit dazugegeben, so Schokotropfen. Und dann geht es für den sehr flüssigen Teig ab in die Form. Der wird dann eine Stunde im Backofen gebacken und wenn er ausgekühlt ist, stürzen wir ihn. Wenn jetzt zeigt sich, ob du die Form gut eingefettet hast, mein Kuchen hat sich sehr gut gelöst, worum ich sehr dankbar bin, denn das, wie gesagt, ist immer so ein Thema, ob man jetzt gut genug gepinselt hat oder nicht, aber mit der Form klappt es meistens sehr gut. Auch die ist auf heiße Himbeeren verlinkt. Jetzt pinsel ich ihn noch mit einer Mischung aus Schokolade und Butter ein und bestreue ihn mit Zuckerstreuseln. Und sobald die Glasur getrocknet ist, ist es auch schon Zeit, den Schokokuchen zu servieren. Das Schöne an dem Rezept ist, du kannst ihn auch ohne weiteres einen Tag im Voraus zubereiten, denn der Kuchen bleibt echt lange saftig.